Über den Dächern von Mannheim. Hier trainiert Physical Funk, Hip-Hop, Freestyle, Street Dance und Akrobatik. Natürlich haben wir unsere Trainingseinheiten erhöht auf 4-5 Mal bzw. jeden Tag in der Woche. Es ist so wie unser tägliches Wasser und Brot und am Tag trainieren wir schon so um die 4-5 Stunden. Das erhöhte Trainingspensum führt auch dazu, dass sie an ungewöhnlichen Orten üben. Wenn die Tanzschule nicht frei ist, dann gehen sie auf Parkplätze, Straßen oder in Parks. Aber am liebsten steigen sie aufs Dach. Ich finde es ja auch gut für uns. Da kriegt man auch Ideen. Also der Himmel, alles. Inspiration, total. Mai 2007. Die Konkurrenz bei den deutschen Meisterschaften ist groß. Aber das Markenzeichen von Physical Funk ist die technische Vielseitigkeit. Denn alle sieben haben ihre Stärke in unterschiedlichen Stilen. Das zu einer Choreografie verschmolzen, ergibt auf den German Dance Masters in Hannover die abwechslungsreichste Show. Dance Masters 2007, Sieger der 15. Hip-Hop-Meisterschaft in Deutschland ist Physical Funk! Und damit ist der Weg zur Weltmeisterschaft nach Los Angeles frei. Physical Funk wird sich gegen mehr als 1000 Tänzer aus 30 Ländern durchsetzen müssen. El Segundo, genau da war unsere Suites. Eine echte Herausforderung, als einzige deutsche Gruppe im Heimatland des Hip-Hop an den Start zu gehen. Sich durchzusetzen haben sie aber schon gelernt, wenn es sein muss, auch gegen ihre Familien. Für Physical Funk ist es der erste Überseebesuch. Vieles muss noch organisiert werden und die Aufregung ist groß. Jetzt im Moment sind wir noch cool, weil wir sind ja noch in Deutschland, aber es wird sich ganz schnell ändern, wenn wir nach Los Angeles rüberfliegen. Dann, wenn ich dann die ganzen anderen Länder sehe und alleine in die Halle betrete, dann steigt das Adrenalin. Dann sagst du, okay, jetzt geht's um die Wurst. Bis zur Hip-Hop-WM üben die sieben weiter über den Dächern ihrer Stadt. Und glauben an ihre große Chance. Aufgepasst, L.A. Physical Funk ist auf dem Weg. If you bug, homie.